Alpinstrecke? Jetzt reiße ich es wieder ab. Toll. Irgendwie hier oben über den Kamm. Ich meine, das ist ja noch nicht der Endzustand, ne? Wenn das sich wirklich irgendwann zu sehr blockiert, dann müssen wir halt die Strecke umbauen, ne? So wie in den anderen Staffeln. Erstmal irgendwas gebaut, dann so nach und nach und dann so nach und nach schön gemacht, ne? Das stelle ich mir auch gerade vor. Große Planierarbeiten sind wahrscheinlich jetzt auch mit fast 2 Millionen keine Frage des Geldes mehr, aber ich will lieber erstmal die Kohle ausbauen, um hier eine Strecke zu bauen. Das ist natürlich toll, der Zug hat ja eine ganz scharfe Kurve, das mag ich ja eigentlich überhaupt nicht. Lässt sich jetzt aber hier an der Stelle nicht vermeiden und wie gesagt, es müssen erstmal die Anfänge von der Strecke kommen. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Ihr könnt natürlich auch weiterhin eure Kommentare und Ideen unter das Video schreiben, wie ihr euch das vorstellt oder was ihr noch für Ideen habt zum Bau. So, das wäre jetzt der Streckenabschnitt und der geht dann sozusagen hier weiter. Und damit der Zug hier schon mal langfahren kann, zweigleisig. Genau, du fährst bitte oben lang. Bahnhof wird dann natürlich auch noch schöner gemacht, aber wie gesagt, jetzt muss erstmal überhaupt die Strecke entstehen. In die andere Richtung. Er muss ganz schön hier hochziehen, ne? Also, oh, das Depot steht natürlich auch blöd. Kommt dann eher hierher, wobei es natürlich auch nicht ganz der optimale Standpunkt ist. So, und jetzt müssen wir das im Prinzip in einem Bogen da hochkriegen. Es macht ja nichts, wenn die Züge jetzt noch so ein paar kleine Umwege fahren. Das macht das nur so ein bisschen realistischer, weil in den Alpen geht das ja auch nicht einfach querbeet, einfach steil irgendwo hoch. Und wenn wir dann hier so eine kleine Schleife ziehen, das macht ja an der Stelle überhaupt nichts. Hier können wir ein leichtes Terraforming machen. Hier hin. Jo, es müsste eigentlich passen. Ja. So, und hier fahren dann die Züge immer so stufenweise rüber. So, dann wäre der Abschnitt schon mal fertig. Dann können wir hier oben das Kohlebergwerk auch schon anbinden. So, erhältlich eine Douglas. Ich werde aber hier schon mal die Station ein bisschen schöner gestalten.
einfach, indem hier so ein kleiner Kohlehaufen hinkommt, dahinter. Was hat man da an Lagermöglichkeiten? Ja, nicht wirklich was. Hier gibt es ein bisschen Zubehör, da kann man dann wahrscheinlich sich den Zaun. So. Da habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst. Da bauen wir wieder so einen kleinen Zaun rumrum. Ups. Halt schade, dass der Zaun nicht automatisch hier um das hier drumrum geht. Das macht das so ein bisschen von der Aussicht her nicht ganz so. Aber so geht es ja auch. Und dann würde ich sagen, haben wir bestimmt noch ein Gebäude, was man da draufstellen kann. Großes Lagerhaus, modernes Lagerhaus, ein kleines Lagerhaus. Oh, Zug hat sich verirrt. Ach, der kommt da nicht hoch. Warum fährt der dann eigentlich nicht dort rein? Muss man das jetzt nicht? Muss man das jetzt verstehen? Oder? Fahr doch dort oben rein. Jetzt hat das realisiert. Reise ich Klammer hier weg, dass der dort drunter nicht mehr runterkommt. Und hier wollte ich jetzt noch ein kleines eine Lagermöglichkeit erreichen. Hier so ein Versandbüro passt eigentlich auch nicht wirklich. Großes Lagerhaus, wie sieht denn das aus? Ja gut, ja. Kann ja so bleiben. So, hier unten haben wir jetzt noch Kohle. Und ich will auch hier Kohlestellen, die näher beieinander liegen, so wie hier, werde ich dann auch mit Feeder-Systemen füttern, dass wir nicht jeden Bahnhof irgendwie anbinden müssen. Das ist ja auch nicht so toll. Hier würde ich gerne mal die Station ein bisschen anders gestalten. Man kann sich das ja auch schön hier alles aus Kleinteilen zusammenklicken, und ich möchte zum Beispiel hier eine Überführung. Die sozusagen die Kohle dann hier so rein überläuft. Das ist jetzt eine noch nicht so erschlossene. Dann drauf geladen und dann eine Länge brauchen wir noch. Hinten das. Na, habe ich noch eine einzelne Station hier. Die darf natürlich auch hier angeschlossen. Kohle. Flöze nicht fehlen, die kann man so schön in die Lücke reinpacken. Dann sieht das nämlich so aus, als würde das direkt zu dem Kohlebergwerk gehören. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Also das ist natürlich hier wieder ein bisschen eng und ich werde hier wieder die klassische Variante bauen. Mir ist natürlich wieder das Signal im Weg, wie so oft, ne? Aber das passt. Damit das auf den Durchgangsverkehr möglichst wenig Einfluss hat, wenn ich wieder hier solche Brücken drüber bauen. Depots werde ich aber an solchen Stellen sein lassen, weil
Die fünfte Staffel hat ja gezeigt, dass die da immer so Probleme, also Quatsch, die vorherigen Staffeln haben ja gezeigt, dass die damit immer so ein bisschen Probleme haben und dann irgendwie sich verirren, weil die dann sonst wo ins Depot reingefahren sind, und das will ich halt nach Möglichkeit vermeiden. Jetzt der Zug auf der Strecke, den kopiere ich mir traditionell wieder. Fährt gerade ab. Oh, ja, sieht man schon. Baukosten haben das Ergebnis ganz schön reingerissen. Aber wir haben schon über 2 Millionen auf dem Konto. Und Abfahrt. So, dann könnte ich eigentlich hier unten den Bahnhof abreißen. Wie war das? Ich muss Bahnhof anklicken und dann das hier. Und dann kann ich das abreißen? Ja. Ist keine Station. Hä, was ist denn das jetzt? Was sind das jetzt, nur noch ganz einfache Gleise? Ah ja, okay. Danke übrigens an denjenigen in den Kommentaren, der mir den Tipp gegeben hat mit dem Abriss von dem Bahnhof. Mit Bahnhof anklicken und dann den Abrissbagger. Tja, wenn man so lange kein OpenTTT mehr gespielt hat, da verlernt man das auch, eine Begegnung. Da verlernt man das natürlich auch mal ein bisschen. Was habe ich denn hier oben für einen Mist gebaut? Das sollte ich wieder abreißen vielleicht. Neue Goldmine nahe Kassel. So, jetzt müssen wir auch hier unten gucken, wie es hier unten weitergeht. Eigentlich müsste man eigentlich so schräg ungefähr hier rumkommen. Achso, hier oben ist so ein Berg. Da haben wir einen Berg. Ich baue erstmal hier vorbei, würde ich sagen. Hier oben lang. Tja, und wenn er natürlich